Good morning, Germany from United Europe. Wir haben Mittwoch, den 23. Mai 2005 um 6.32 Uhr. Bei 13 Grad plus und 86% Luftfeuchtigkeit. Wenn mich nicht ganz versteht, das ist kein Wunder. Hier unten rauscht das Wasser. Die Wahl, ich musste gestern das Wehr aufmachen, weil bei dem Gewitter gestern ging hier alles tot. Wir hatten 3 Volltreffer allein. Einer am Haus, 2 links und rechts daneben. Und dann hat die ganze Ortschaft lahmgelegt. Dann war stockfinster, tote Hose, ging gar nichts mehr. Oh. Dummerweise habe ich genau dann kurz zuvor ausgemacht, wie das mal beim Filmen, wenn es eingeschlagen hat, selbst schuld. Sag ich zu mir selbst. Aber es war heavy. Das hat gedonnert, als wenn hier oben die Götter Holzkegeln gespielt haben. Richtig schön hohl. Hier ein Hohlgeschoss. War klasse. Und das bei knapp 50% Luftfeuchtigkeit. Jo. Ich guck mir nachher mal die Schäden draußen an im Wald. Um diesem Dorf ausschaut. Dann bin ich gespannt. Ansonsten haben wir jetzt, ja, als wenn kein Wetterchen getrübt hätte gestern Abend. Das Ding kam so überraschend. Schönen Gruß aus den Tschechen, wie auch immer. Ja, in diesem Sinne, ihr seht, stinknormaler Himmel. Kann man nicht meckern. Schauen wir, ob es halt schön klarer bleibt durch die Reinigung von gestern. So, Runde, ich zeige euch mal, was da im Getreidefeld so los ist. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich muss unscharf einstellen, weil scharf können wir es ja nicht sehen. Also, diese sogenannten Tautropfen kann man heute nicht mehr sagen, nach dem, was gestern runterkam. Niederschlagstropfen, hier seht ihr es besser. Gleich. Wie schön bunt das Zeug glitzert. Nicht nur normale Lampen, nein, in allen Farben, in Blau und Gelb, in Rot, in Orange. Ich versuche es euch nachher noch besser darzustellen. So, wir sind hier auf dem Feld um 7.26 Uhr. Ich zoome mal ran. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ist halt schlecht. Wenn ich nicht mehr so arbeiten kann wie früher. Seht ihr das? Diese Fäden? Ich sagte zu Fäden Illusion. Nämlich aus einem Grund. Nachdem, was da gestern Abend an Gewitter runterkam, mit Niederschlag, Hagel, Sturm, Graupel, das uns die Ortschaften hier lahmgelegt hat. Dürfte es in der Regel naturgesetzmäßig jedes Spinnennetz zerlegt haben. Andere Seite ist, gestern Nachmittag noch, war ja nirgendwo ein Spinnennetz groß zu sehen. Das, was man jetzt hier sieht, ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, weil der Hügel sich nach Norden neigt. Ich zeig's euch oben nochmal besser. Na gleich. So wie hier im Busch. Oh, ich krieg's richtig ran. Sieht es überall aus. Egal ob Bäume, ob Sträucher, ob Wiese, ob Felder. Und das nach einem sauberen Gewitter von gestern Abend. Wie gesagt, so schaut es überall. Die Fäden sind zu 75% bunt. Bunt, changierend, orange, rötlich, teilweise blau, ab und zu mal grün. Nur mal als Beispiel. Ich kann es leider nicht fotografieren, ich muss es filmen.
Wie gesagt, so schaut es ja überall aus. Egal wo, hier im Gras oder hier drüben im Getreide. Und da stehe ich falsch zur Sonne. Wo war es besser? Na, da konnte ich nicht.